Mein Name ist Jörn Eisenhower, das ist Hartmut Dege und wir betreiben seit 2 Jahren die Firma Vintage Guitar in Oldenburg, haben unser Hobby zum Beruf gemacht und kümmern uns nur noch um die alten Schätzchen. Das Thema Rio Palisander war also eine ziemliche Überraschung für uns und ich kann es mal eben ganz kurz erklären, also seit 1992 ist das Rio Palisander in der obersten CITES-Stufe. Ja, und die höchste Artenschutzstufe. Und das wurde allerdings weder von den Behörden ausreichend weitergetragen. Das wussten weder die Gitarrenbauerkollegen, nicht einmal die Tischler, selbst teilweise in der holzverarbeitenden Industrie, was Möbel angeht, war das nicht bekannt gemacht worden. Also wir hatten auch Besuch von den Behörden. Es hieß dann, also alles an Gitarren mit Rio Palisander Griffbrett, das sind in erster Linie Gitarren vor 1966 gebaut, wo wir natürlich einige von da haben. Muss sofort verschwinden, darf nicht angeboten werden, darf online nicht angeboten werden, darf nicht gehandelt werden, ohne ein entsprechendes CITES-Zertifikat, was so aussieht und wir natürlich inzwischen für jedes entsprechende Instrument haben. Und das war 2 Monate vor unserer Vintage-Show. Wir veranstalten einmal im Jahr die Vintage-Guitar-Show. Das ist Deutschlands größte Gitarrenausstellung mit alten Gitarren. Über 50 Aussteller aus ganz Europa. Und da hieß es dann gleich von behördenseitig, da wird kontrolliert und wenn da was kein CITES hat, wird beschlagnahmt und ist erstmal weg. Daraufhin haben wir gesagt, so kurzfristig können wir nichts machen, also lassen wir sie ausfallen. Also ist im Jahre 2012 die Show ausgefallen. Gut, und dann hatten wir ein Jahr Zeit, uns schlau zu machen, haben uns beworben beim Bundesumweltamt als Sachverständige und sind inzwischen auch anerkannt. Generell, es ist sehr schwer zu erkennen, selbst für einen Fachmann, ob ein Griffbrett Rio Palisander oder indisches Palisander ist. Und da hat es auch schon diverse Male wirklich Beschlagnahmungen gegeben, wo man der Meinung war, es wäre Rio, aber es hinterher stellte sich bei einer Nachuntersuchung raus, es war gar kein Rio. Es ist für jeden verständlich, Rio Palisander soll nicht mehr in den Handel kommen, also frisch geschlagen. Es gibt nur ganz wenige Bäume und die Behörden oder Zollbeamten, die können nun nicht sagen, ist das überhaupt ein altes Instrument. Man sieht es an den Kratzern, an den Macken, aber auch Fender baut heute Gitarren Vintage-Style mit Macken und Kratzern, die sind neu und daher ist dieser Aufwand nun mal nötig. Was für die Kunden ganz gefährlich ist, ist einfach die Tatsache, dass das ein Umweltgesetz ist und ein Naturschutzgesetz ist. Und bei diesen Gesetzen gilt generell, dass die Beweislast umgekehrt ist. Es gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern der Kunde oder der Anbieter muss beweisen, dass es nicht so ist, wie womöglich der Zoll behauptet oder das Landes- oder Bundesumweltministerium. Wir als Händler müssen wirklich darauf achten, dass wir absolut nichts anbieten mit Rio ohne das entsprechende Zertifikat. Wenn ein Kunde reinkommt mit einer alten Strat zum Beispiel, haben wir heute noch den Fall gehabt, kommt natürlich laufend vor, kommt die Gitarre sozusagen erstmal in Quarantäne. Ich schreibe das Altersgutachten, mein Kollege nimmt sie mit, analysiert nochmal das Holz, ist es wirklich Rio, dann wird das Zertifikat beantragt. Wenn das Zertifikat da ist, dann können wir sie anbieten im Netz oder auch hier im Laden. Der große Vorteil für die Kunden ist einfach der, dass ich vom Landesministerium Schleswig-Holstein sozusagen eigentlich als Gutachter so eingesetzt bin, dass solange sich Instrumente bei mir befinden, ist weder der Zoll berechtigt, dass irgendein Instrument beschlagnahmt werden kann, noch wird von irgendeiner Behörde irgendetwas beschlagnahmt, weil ich bin sozusagen die Quarantäne und die Garantie dafür, dass erst geprüft wird und dann Mittel und Wege gefunden werden, wie man das Ganze dann regeln kann. Also bei der letzten Vintage-Guitar-Show waren die Behörden vertreten. Einmal das von Thünen-Institut aus Hamburg war da mit Dr. Koch, Dr. Richter vom Landesministerium aus Oldenburg. Und es wurden Vorträge gehalten zu dem Thema, weil zu der Zeit doch noch viel Unsicherheit herrschte. Es waren Proben zu begutachten. Und es sind auch auf der Show, auch von Dr. Koch, sind Instrumente gescheckt worden. Das war also insofern hilfreich. Ich würde mal sagen, dass das Thema ist seitdem in der Szene angekommen. Es wurde auch hinterher in Medien veröffentlicht.
Die Vintage-Gitar-Show dieses Jahr findet am 1. und 2. November statt. Also wir haben immer das erste Novemberwochenende. Und wir haben schon eine ganze Menge Anmeldungen. Also es wird auch sicherlich wieder interessant werden. Wir haben Live-Musik dabei. Es werden viele Instrumente, um die 1000 Stück wahrscheinlich zu sehen sein. Mindestens 45, 50 Händler da sein. Viele Instrumente mit Rio Palisander und natürlich Zites dabei. Und wie gesagt, wer zu dem Thema unsicher ist, kann gerne vorbeikommen und sich dort informieren. Hat es dir gefallen? Dann klick hier unten auf Subscribe. Mehr Groovies für dich hier in der Playlist.